Hallo Freunde des SC Berlin, hallo Freunde des Karate. Heute im fünften Videodreh werden wir anschließen an das letzte Thema, welches lautete Ukewaza, also Blocktechniken. Wir werden das heutige Thema überschreiben mit dem Titel Kombinationen. Und in Anlehnung an die Komplexität der Ausbildung im Karate arbeiten wir halt nach dem Motto, jede Hand muss alles können. Es gibt Sportarten, in denen ist man relativ einseitig spezialisiert, wie zum Beispiel im Fechten, wo man rein technisch gar nicht wechseln kann oder darf, wo man quasi einen Gegner fair vor sich hat. Aber die alte Geschichte bei uns lautet, nicht nur ein fairer Gegner, sondern unter Umständen zwei oder mehr. Und deshalb müssen wir uns gut vorbereiten nach dem Motto, jede Hand muss alles können. Das ist das Thema der heutigen Stunde. Und ich werde gleich mit den ersten Übungen beginnen, die da lauten hoch und runter, rein und raus, raus und rein, runter und hoch und so weiter. Und wenn ihr euch diese einfachen Floskeln einprägt, ist es nicht so schwer, diese Dinge des heutigen Trainings zu behalten und auch nachzuvollziehen. Ich beginne mit der Technik des Jodan Agi-Uke und Folgetechnik nach dem Motto links, links. Hidari Jodan Agi-Uke, Ich. Hidari Gedan Marai Ni. Oder die andere Seite, Migi Jodan Agi-Uke, Ich. Und jetzt könnt ihr natürlich variieren in der Anwendung auf Gedan Marai Ni. Oder San Shi Otoshi Suki genannt, der Fauststoß nach unten. Oder Go Ra, Tetsui Uchi, der Hammerfaustschlag. Das sind also taktische Varianten, die man dann im Partnertraining sozusagen ausprobieren kann. Ich demonstriere noch einige Serien langsam. Ich, Jodan, Ni, Otoshi Suki. Ich, Jodan, Ni, Tetsui Uchi. Danach langsam auf ein Kommando. Ich, hoch, runter. Ni, hoch, runter. San, Shi. Dieses Geschehen zum Beispiel 10-mal langsam über 2 Kommandos pro Seite, danach 10-mal ein Kommando. Das war die Floskel hoch und runter. Die zweite Übung, der zweite Grundblock, ist Shudan Sotouke. Hier arbeiten wir nach der Formel rein und raus. In Applikation Ich. Shudan Sotouke, Ni, Shudan Yokoempi Uchi, Migi, Ich, Shudan Sotouke, Ni, Shudan Yokoempi Uchi, Ich, rein, Ni, raus, Ich, blocken, Ni, schlagen. Langsam über zwei Kommandos zählen, dann locker auf ein Kommando, Ich, Ni, San, Shi. Auch dieses Geschehen 10-mal langsam über 2 Kommandos, 10-mal locker auf ein Kommando nach dem Motto Kime 1, Kime 2. Wichtig ist, dass ihr nicht versucht, zu früh, zu schnell zu arbeiten und diese Dinge nur durchwischt. Also konzentriert euch auf das Kime, auf das Anspannen eurer Muskelgruppen. Serie ist der Grundblock Shudan Uchiuke, gefolgt von Jodan Kisamisuki. Auch das demonstriere ich langsam. Ich Shudan Uchiuke, Ni Jodan Kisamisuki. Ich Shudan Uchiuke, Ni Jodan Kisamisuki. Ich links, Ni links. Ich rechts, Ni rechts. Ich Block, Ni Stoß. Raus, rein in die Mitte. Raus, rein in die Mitte, das ist damit gemeint. Auch das locker auf ein Kommando. Ich, Ni, San, Shi, Go, Rock. Und so weiter. Auch hier die Empfehlung, 10-mal langsam über 2 Bewegungsfolgen, über 2 Zählzeichen, 10-mal pro Seite auf ein Kommando. Die vierte Grundblockart, der Gedan Barai, wird fortgeführt in Jodan Uraken Uchi.
Hier gibt es einige Spezifika zu erklären. Zum Beispiel die Tatsache, dass der Uraken Uchi als Einzeltechnik natürlich mit einer kraftvollen Ausholbewegung einhergeht. Und die lassen wir einfach weg. Es ist also ein modifizierter Einsatz. Das bedeutet, Ich, Shidari, Gidan Barai. Jetzt von hier unten direkt Ni. Ich, rechts. Ni, rechts. Ich, runter. Ni, hoch. Das ist die Formel im Deutschen. Ich, runter. Ni, hoch. Das Element des Zurückschnappen des Unterarmes in dieser Zweifachkombinatorik zu trainieren, wenn man dann zum Beispiel, und das betrifft alle Kombinationen des heutigen Tages, noch eine dritte oder vierte Technik folgen lässt, speziell in der Verbindung Gedan Barai, Uraken Uchi und Tsuki, dann geht der Tsuki hier los, ohne dass wir auf dieses Zurückschnappen Wert legen. Das aber nur am Rande, ist jetzt nicht das Thema. Gut, ich zeige auch diese Position nochmal langsam und dann etwas schneller. Die Formel lautet, ich wiederhole mich, runter und hoch. Ich, Migi Gedan Barai. Ni, Migi Jodan Uraken Uchi. Ich, Hidari Gedan Barai. Ni, Hidari Jodan Uraken Uchi. Locker auf 1, Ich. Ni. San. Shi. Go. Rock. Und so weiter. Auch hier wieder 10 langsame Sehen über 2 Kommandos gesteuert, 10 schnell pro Seite. Die fünfte Grundblockart, die wir auch schon im ersten Training in Verbindung mit Tachiwaza eingebaut haben, ist Shudan Stoke. Und sie ist so ähnlich jetzt in der Abfolge wie die Verbindung mit Uchiyoke Kisamisoki. Ihr könnt hier natürlich auch variieren nach dem Motto Ich, Shudan, Stoke, empfohlenermaßen leicht schräg in den Raum jetzt, Ni, Jodan, Shihon, Nukite, oder Ich, Stoke, Ni, der klassische Kisamisoki, oder San, Jodan, Taisho, Uchi, und ähnliche Geschichten. Ja? Ich demonstriere auch dieses Geschehen nochmal langsam. Ich, Migi, Shudan, Stoke, Ai ni, migi, jōdan, shihon no kite. Ai ich, hidari, links. Ni, links. Ich, rechts. Ni, rechts, hier in der Variation Tsuki. Etwas lockerer, etwas schneller. Ich, ni, san, shi. Und so weiter. Also auch diese fünfte Grundblockart in zehnfacher Verbindung langsam über 2 Kommandos. Dann ein Kommando und auch hier nicht vergessen mit starkem, kraftvollen Kimi. Das ist der erste Teil.